Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Super Mario Maker. Heute mal wieder mit einem Level von Bowser-Bisam-97, meine Damen und Herren. Ich bin überrascht, Abschlussrate von über 40%. Also, das ist ja schon annähernd zahm, meine Damen und Herren. Das sieht natürlich jetzt schon mal wieder vielversprechend aus. Also, ich bin mal gespannt, normalerweise... Wobei, Blooper relativ am Anfang des Levels, also... aber so wie ich das jetzt hier sehe, ist das wahrscheinlich ein Testlevel für diese ganzen neuen Features und so weiter und so fort, die hier so ein bisschen ausgetestet werden sollen. Das hat Spaß gemacht. Allein dafür hat sich der Level schon gelohnt. Also, sind wir mal gespannt. Das wäre natürlich jetzt eine Katastrophe, wenn dann irgendwie bei so einer Abschlussrate... Ja, wobei, ich meine... Es ist nicht so, als wäre ich von Abschlussraten abhängig, was meine Fails angeht. Also, wir werden sehen. Ach, guck mal, Checkpoint. Hör mal, und jede Menge Münzen. Diese Unscheiße, diese roten Münzen sind für mich eine der echt coolsten, cooleren Sachen, die Mario Maker mittlerweile besitzt, weil da kann man so viele Sachen mitmachen, dass man irgendwie verschiedene Räume macht, wo man dann jeweils eine von den Münzen rausholen muss und so weiter und so fort. Und das kann man jetzt alles damit neu machen. Das ist ziemlich cool und, das mag ich wirklich. Diese Münzen sind für mich eine richtig gute Addition zu den... Fall doch mal da rein. Das wäre schön, wenn du da jetzt reingefallen wärst. Ne? Aber den Gefallen tust du mir nicht, ne? Du kleiner Frechdachs mit deinem Schlabberlatz. Fall da jetzt rein. Wahrscheinlich kann der fällt wahrscheinlich sowieso nie in so ein Lochdinger rein, wahrscheinlich. Ne? Aber ist egal, du bist trotzdem tot, mein Freund. Muss ich in dem Level, den muss ich jetzt quasi dann zwei, meine Damen und Herren. Zwei Schlüssel sammeln. Das ist der zweite. Ist ja nicht schön. Nein, nein. Ich hätte dich bestimmt gut gebrauchen können, mein kleiner Yoshi-Freund, aber... Oh, hi. Moment, stopp. Shit. Nein, das hab ich. Gott sei Dank war in dem Bowser nicht irgendwie ein Schlüssel drin, den ich gebraucht habe, weil... Das hätte ein kleines bisschen länger gedauert, meine Damen und Herren. Dann machen wir dann lieber so. Hurra, guck mal. Im First Try, Alter. Mann, sind wir gut geworden. Das ist ja unglaublich. Also manchmal läuft es ja ein bisschen. Das passt dann ganz gut in meinen Urlaubsplan. Also ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal Urlaub mit schwereren Leveln. Machen wir mal ein bisschen etwas leichtere Level. Das hat gepasst, meine Damen und Herren. Schön die neuen Sachen ausgetestet und so weiter und so fort. Von daher ziemlich cool. Und sogar noch einen Weltrekord aufgestellt. Aber was wollen wir eigentlich mehr? Das ist doch mal ein Start in ein Video, oder? Also so machen wir weiter. Nächstes Level, Alter. Gehen wir doch nach dem vernünftigen Start erstmal baden, meine Damen und Herren. Das ist doch eine vernünftige Idee und so kann man das dann auch schon mal machen. Rough Seas, sagt er. Oh. Wellen aus Eis. Sehr schön. Oh mein Gott. Danke. Der musste natürlich jetzt genau zu dem Zeitpunkt genau da sein. Danke. auf jeden Fall ziemlich cool eigentlich, oder? So die ganzen Schiffe hier und so. Also optisch... Optisch macht der Level ja schon ein bisschen was her bis jetzt. Also das ist natürlich auch ziemlich cool, ne? Also... Es ist so, man kann so viele... Das ist jetzt schon ein Video dafür. Oder ein Beispiel. Verfickte Scheiße. Aber wie doof muss man eigentlich sein? Wie doof muss man sein, um denselben Fehler dreimal unmittelbar hintereinander zu machen? So, ich warte jetzt. Ich bringe erst den Fisch. Und pass auf, ich mache gar nichts tot. Pass mal auf. Ihr seid jetzt ja... Nein. So. Danke. Danke. Geht doch einfach mal weg, baden oder so. So, danke. Meine Fresse. Das war ja schon annähernd peinlich. Muss ich hier rein? In meine Kajüte. Gibt's hier lustige, keine Ahnung, gibt's hier Essen oder so? In der Kombüse? Hallo. Das ist so ein bisschen wie dieses Minispiel aus Super Mario World. Dem Original Super Mario World. Ich gehe mal davon aus, dass ich das brauche. Warte mal, ich hab einen Trick, pass auf. Den meinte ich eigentlich nicht, das, was ich zuerst gemacht habe. Das ist so cool, dass man dann in diesen ganzen Leveln, die man dann so spielt, hier bringt nichts rüber zu gehen, in den ganzen Leveln, die man so spielt, lernt man ja dann auch Sachen, die man dann auf andere... Oh nein. Auf andere Level anwenden kann. Aber das ist natürlich jetzt dann auch deutlich einfacher mit dem P-Switch, ne? Also bin ich ja froh, dass ich den bekommen habe, weil wenn ich das jetzt ohne P-Switch machen müsste, das wäre deutlich schwieriger. Also, oh, eine Fireflower, einfach so. Einfach so geben die mir tatsächlich Power-Ups, ja? Das Level hat übrigens auch eine Abschlussrate von 10%, also passt natürlich auch das in meinen tollen Urlaubsplan, weil man muss ja ab und zu auch mal... Man kann ja nicht immer... Jetzt habe ich beide Power-Ups innerhalb von ein paar Sekunden verloren. Das ist nicht sehr nett, Mr. Game. Aber nein, danke. oh nein, der verfickte Blooper, der verfolgt mich jetzt. Nein. Und das ohne Checkpoints. Och nö. Ich frage mich gerade, ob dieser P-Switch tatsächlich nur und ausschließlich dafür da ist, die Physik hier ein bisschen leichter zu machen. Oder ob man den am Ende tatsächlich noch braucht. Weil ich könnte ja, wenn ich den nicht... Scheiße, kacke. Wobei, na, das ist jetzt so dumm. Jetzt stecke ich hier fest. Shit. Okay, wir gehen einfach weiter. Ich gehe davon aus oder hoffe, dass ich diesen scheiß P-Switch nicht brauche. Falls doch.
Ja, werde ich dann halt nochmal spielen dürfen. Wie schön. Aber ich frage mich wirklich, oder vielleicht war der auch nur dafür da, um aus dem Raum da wieder rauszukommen. Für den Fall, dass man keinen Pilz da oben hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Ein Haufen Münzen. Okay, was auch immer das darstellen soll. Sieht ein bisschen aus wie ein Hai. Ist ein riesengroßer goldener Hai, meine Damen und Herren. Ich glaube, es ist ein riesengroßer goldener Hai. Okay, haben wir wieder was Neues gesehen, meine Damen und Herren. Also jedenfalls finde ich sehr, sehr cool, dass man dann Sachen, die man in anderen Level angewandt hat, ja mittlerweile auch in anderen, also in aktuellen Leveln dann anwenden kann. Wie zum Beispiel diesen tollen Pi... Ach, das war's tatsächlich. Wie diesen tollen Pi-Spin-Jump-Dings da, den ich irgendwann mal in einem von diesen Rätselleveln da gemacht habe von den Japanern da vor einiger Zeit. Heilige Scheiße, das ist alles schon lange her, ey. Wahnsinn. Also jedenfalls, ne, das ist ziemlich cool. Gerade das ist dann ganz cool, wenn es Level gibt, die das schulen. Und so, weil... Schulung, meine Damen und Herren. Guck mal, pretty cool mit einem P-Switch. Nächstes Level. Die Größe, ja? Da wollen wir mal sehen, ob wir da nicht noch irgendwas auspacken können heute. Das klingt jetzt komisch, aber läuft, läuft. Oh, das wäre auch cool, das fehlt auch. Wir brauchen so ein Riesenlevel. Wobei, man kann die ja alle groß machen. Fällt mir gerade mal ein. Wir brauchen mehr so Riesenlevel. Ja, genau solche. Toll, danke. Das ist ja cool. Ah, warte mal. Ach, deswegen auf die Größe kommt es an, weil jetzt kann der natürlich hier so durch und dann kann ich hier nämlich auch durch. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht zurück. Nein, tut er nicht. Wahrscheinlich kann ich jetzt dann hier rein und das ist so cool, Mann. Das ist cool. Genau die Art von Level, an die ich jetzt gerade gedacht habe, weil ne, in Super Mario Bros. 3 ist ja, also es ist unser aller Lieblingswelt, die riesen Big Welt und so, weil das einfach cool ist, weil das anders aussieht als alles andere in diesem Spiel. Und das ist natürlich dann sehr cool, wenn dann Leute das in Mario Maker auch noch einbauen. Also sehr viel besser, meine Damen und Herren, kann es uns nicht mehr erwischen, oder? Das ist doch ein Traum. Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Das war... Shit. Da habe ich vermutlich nicht ganz dran gedacht. Aber das macht gar nichts, weil noch haben wir Chancen. Noch haben wir Chancen. Du, mein Freund Goomba, hältst dich fern. Genau. Sehr gütig. Aber das ist so cool. Das sind, weißt du, solche Gimmick-Level immer wieder. Immer und immer wieder. Ist ja nicht schön und dafür machen wir Urlaub, damit wir solche Level auch mal spielen können. Nicht nur diese 20-Sekunden-Challenges und so weiter und so fort, sondern auch solche tollen Sachen. Wäre doch ziemlich traurig, wenn wir das nicht können, oder? Jetzt hat er seinen Pfeil da vergessen, oh mein Gott. Ich hoffe, ich muss trotzdem hier rein, aber ich glaube schon. Komm jetzt, ja genau. Danke. Danke für den riesengroßen grünen Köttel. Ich bin zutiefst dankbar für alles, was dieses Spiel für mich getan hat, meine Damen und Herren. Ach, das war's. Ach, wie cool. Ja, das hat Spaß gemacht. Also, überhaupt immer so ein cooles Konzept, solche Level. Gerade diese Riesensachen, wie gesagt, aus Super Mario Bros. 3. Wer steht da nicht drauf, meine Damen und Herren? Das kann man ja nur cool finden. Also ich für meinen Teil. Fast ein Weltrekord aufgestellt. Super geiles Level. Vergiss aber nicht, auf die Größe kommt es echt nicht drauf an. Ja, und wo wir gerade schon mal bei Super Mario World und Super Mario Bros. Sind, meine Damen und Herren, spielen wir noch ein Super Mario World Mashup. Warum denn auch nicht? Danke. Okay. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Level nach dem P-Switch-Update, ja, das habe ich, soweit kann ich, ach guck mal, ach toll, ach das ist ja, im Grunde genommen ist das ja jetzt tatsächlich Super Mario World, meine Damen und Herren, das erste Level nämlich und dazu sogar noch hier die Dingsbums, das ist total interessant gerade, das ist das Bonus-Minispiel, ach cool, hör mal, ich kann zwar nicht verlieren, aber das macht gar nichts, also jedenfalls, Die im Grunde genommen eine Mischung aus dem ersten Level, dritten Level, einigen Leveln jedenfalls aus Super Mario Land und World, Entschuldigung. Und natürlich dem Yoshis Dingsbums da. Das ist so cool. Das ist dann das zweite Level, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Das ist so cool, Mann. So mehrere Level irgendwie, aber nur wenige kurze Teile von den ganzen Leveln quasi gedingsbums, vereint, so, in einem großen Mash-Up-Level. Das ist auch ein cooles Konzept. Das ist jetzt dann das erste Level aus Welt 3, wenn mich nicht alles täuscht, wo wir das hier machen müssen. Jetzt kommt er aber gleich zurück, jetzt muss ich aufpassen. Attentione. Haha, guck dir das an, hör mal, was wir nicht alle können, wa? Hier oben könnte man dann hoch, da oben gäbe es dann irgendwo einen Geheimgang. Der ist bestimmt hier auch eingebaut, warte mal, der ist bestimmt hier eingebaut. Genau, da war eine Blume drin, warte mal. Da oben war dann irgendwas mit so einem P-Ballon. Ach shit, ich hätte da bestimmt da hochwerfen müssen. Shit, wo kriege ich einen Schildkrötenpanzer her? Fuck. Den kriege ich hier bestimmt nicht weg, ne? Nee. Ah, warte mal, aber der respawnt ja. Ach ja, stimmt, der respawnt. Und der nämlich auch. Dann kann ich den mitnehmen. Und dann... Da müsste dann jetzt hoffentlich eine Ranke rauskommen. Nein. Nein. Ach. Hoffentlich kommt der jetzt nicht raus aus seinem scheiß Schildkrötenpanzer, der Schweinesack. Hier kommt eine Ranke raus. Der hat sogar den Geheimgang hier eingebaut, Mann. Wie cool ist das denn, ey? Das ist so cool. Ohne Scheiß. Das würde ich mal gerne auch für Super Mario Bros. 3 sehen. Da hätte ich Spaß dran. Sau cool, ey. Ohne Scheiß. Zwar einige Teile des Levels jetzt übersprungen. Ich vermute mal, dass das jetzt hier links davon das... Oh, was ist das? Das dritte Level von Welt 1 ist oder so. Mit den ganzen
Mit den ganzen Fischen unten drunter und den Delfinen und so weiter und so fort. Das ist so cool. Ohne Scheiß, das hat Spaß gemacht. Aber richtig, meine Damen und Herren, machen wir noch ein kurzes? Wir machen natürlich noch ein kurzes. Alter, ohne Scheiß, heute haben wir Lauf. So viele coole, kreative Level. Ach, ich freue mich. Too easy. Ach, komm. Da, der Nostalgie, da, siehst du, genau, die Nostalgie dahinter, meine Damen und Herren. Sau cool, ey. Na, warum denn nicht noch eine Amiibos-Challenge? Ich bin mal gespannt, was ich, also, solange es mit Amiibos zu tun hat, bin ich ja normalerweise zufrieden. Es sei denn, es ist dieses Ding. Der Slender Mario wird ja schon fast ein bisschen zu wenig benutzt, oder? Der ist so dermaßen merkwürdig und komisch. Also, hi, was genau ist meine Aufgabe? Was ist meine Aufgabe? Ich muss die bestimmt kaputt machen und dann irgendwas mit dem Powerblock. Womöglich? Muss ich das machen? Und jetzt passiert genau was? Können die dafür sorgen, dass der Powerblock betätigt wird? Das wusste ich überhaupt gar nicht. Ist das so? Das ist so. Ach, guck mal, das ist ja toll. Das ist wieder was Neues gelernt, meine Damen und Herren. Jetzt bin ich Donkey Kong. Okay. Ihr habt doch keine Ahnung, was der für eine Bewandtnis hat, dass ich Donkey Kong bin, aber... willst du mir bitte... Ach, da unten ist... Scheiße, das Power-Up. Nein, nein, nicht sterben. Also... ich sterbe... ich möchte gerne... Eigentlich möchte ich nicht sterben, das, wenn ich mir irgendwas wünschen darf, aber jetzt... Voll Schuss, Mann, Schweinesack. So, guck dir das an. Guck dir die an. Also, ich meine... Weißt zwar nicht, was für eine Bewandtnis hat, dass wir hier... dass wir hier Amiibos nutzen, aber... Oh, das soll ich jetzt... Den soll ich jetzt komplett umbringen. Ja. Wobei eigentlich der Bowser, der müsste doch eigentlich, dadurch, dass der relativ klein ist, dürfte der eigentlich relativ wenige Hits haben, oder? Warum bin ich, wobei, ist ja eigentlich egal, ich habe ja einen Checkpoint. Komplett vergessen, aber also, das macht gar nichts. Hauptsache wir sind Pokémon, also das ist das Wichtigste. Okay, danke. Irgendwie ist das schon ein merkwürdiges Level, oder? Also... Ich meine, was ist die Bewandtnis, dass ich Pokémon habe? Aber, oder beziehungsweise, dass wir Amiibos haben. Katiyasa, sagst du. Okay, dann ist ja alles, okay. Mister. Kann ich hier durchschießen? Ich kann hier nicht durchschießen. Das heißt, muss irgendwie dafür sorgen, wahrscheinlich schießt das mein Dings zurück. Schießt das Ding mein... Nee, hä? Wie genau? Ach, ich muss dafür sorgen, dass der hier runterkommt. Dass das anzündet. Ja, das ist ja toll. kannst du einfach runterkommen, Mr. Mistinken? Danke, das ist sehr nett. Jetzt schießt du da, genau, so. Und jetzt knall und dann haben wir gewonnen. Hurra. Ein Traum. Mach fertig, danke. Sehr schön. Wie gesagt, wir sehen jede Menge Amiibos, von daher sind wir einfach mal dankbar dafür, dass wir Amiibos sehen dürfen. Alles andere ist ja dann quasi auch zweitrangig. Eigentlich könnte ich jetzt einfach hier durchschießen, ne? Es muss nur noch dann vernünftig mit dem Ding da getimed. Da kann ich einfach nicht einzelne schießen, das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ach nee, ich kann keine einzelne schießen, weil das den Powerblock nicht aktiviert. Wusste ich natürlich. Ah, das ist natürlich jetzt... Das ist jetzt natürlich irgendwas, wo ich eine Menge Spaß dran habe. Das... Ach, hi. Dafür habe ich niemand mehr... Das wird dauern. Das wird dauern. Oh nein, wird's nicht. Okay, da haben wir ja nur Glück gehabt. Heilige Scheiße. Das sind dann so Sachen... Wie lange dauert der Level? Okay, ist egal. Wir sind Amiibos und können Sachen schießen. Das Ding ist, weißt du, ist natürlich ganz cool, dass die ganzen Amiibos hier eingebaut sind. Wahrscheinlich wollte die Person einfach nur ihre Amiibos vorführen oder so. Aber es wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn diese Amiibos dann auch irgendeinen tieferen Sinn gehabt hätten. So, dass dann Level um diese Amiibos aufgebaut worden wären zum Beispiel. Das wäre doch cool gewesen. Also wenn jetzt die Sachen hier, wenn das jetzt, was hier passiert, links, rechts von mir, Entschuldigung, irgendwas mit dem Amiibo zu tun hätte, der wir sind. Aber ist eigentlich auch egal. Wir nehmen das natürlich auch so, weil Amiibos sind immer toll. Oh, ich muss euch jetzt einfach alle nur umbringen, ja? Danke. Also auf jeden Fall ist ja irgendwie offensichtlich jemand ziemlich stolz auf seine verdammten Amiibos gewesen. Das ist natürlich hervorragend. Nein. Also ist ja eigentlich, ich kriege ja genug Power-Ups hier. Danke. Den habe ich auch. Den auch. Der war ja dabei bei dem Spiel. Also wäre irgendwie schrecklich, wenn ich den nicht hätte, nicht? Aber wie kriege ich da jetzt das Feuer hin? Jetzt muss ich den wieder hier runterziehen, ja? Komm her, mein Freund Goomba, du musst mir helfen. Warum hat er die jetzt nicht getroffen? Danke. Sehr entgegenkommt. Aber explodieren die jetzt darüber auch? Aha, so, sehr schön, das reicht mir. Hab ich gewonnen, ja? Okay, verstehe. Das war wahrscheinlich leider der sinnloseste Einsatz von Amiibos, den ich jemals gesehen habe, aber... ist egal, wir nehmen aber so hin. Wir hatten trotzdem Spaß, wir hatten Mini-Level. Mini-Level sind immer cool. Passt so, meine Damen und Herren. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ihr sagt mir bitte in den Comments Bescheid, welche Level ich spielen soll von euch, von euren Freunden, von anderen YouTubern. Würde ich sehr, sehr gerne machen, meine Damen und Herren. Hätte ich sehr, sehr viel Spaß dran. Sogar an Bellas Amiibo-Level. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Hoch, wenn sie dann winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, meine Damen und Herren. Tschüss.